Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mit mir. Wir sind Maxim und Danny und sind heute im Familienurlaub. Ja, da, wir sind gerade angekommen. Ja, das stimmt. Und nehmen euch so ein bisschen mit. Wir haben ein schönes Wochenende vor uns und starten jetzt mit einem neuen Video. Wir hoffen natürlich, dass ihr ganz viel Spaß dabei habt. Und wenn ihr mehr von unseren Videos auf unseren kleinen Reise-Expeditionen haben wollt, abonniert den Kanal. Ich habe so ganz schwitzige Finger, mir rutscht immer die Kamera aus der Hand. Das ist sehr wahr. Machen wir gleich eine Roomtour, die sollte nur eine Sekunde gehen. Ja. Das erste Drama fängt ist schon nämlich, da. Ist, nee, ist nämlich, schon das zweite. Ist schon das zweite Drama, schon stimmt. Das zweite. Und wir haben das Video noch nicht mal angefangen, Freunde. Wir zeigen euch jetzt mal das Zimmer. Filmst du mich schon? Nee, noch habe ich hab den Sturz nicht gefilmt. Ja, wir können ihn gerne nochmal machen, denn... Warte, ich komme erst mal rein. Vor allem der Witz ist, ich stehe schon im Zimmer. Wo gehst du jetzt hin? Na, ich mache die Roomtour. Ach so, ja. Also, da ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Und du denkst erstmal, oh, ein schöner Spiegel. Und dann hast du die erste Hindernisparcoursstelle. Hier ist nämlich ein Hocker und hier ist eine Wand. Hallo. Ist nicht dann so? Hast du hier die Wand. Dann hast du hier noch eine Wand mit dem Bett. Das ist das Bett. Das ist das Bett. Das hat das ein Kopfteil? Nee, ne? Die Wand. Der Ausblick ist wirklich schön. Ich drehe mich einfach mal, weil das war's dann auch. Also mehr Zimmer ist nicht. Ne, das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, wozu brauche ich denn diese zwei Hocker? Weiß ich nicht. Ne? Also ich setze mich ja nicht hier hin und tu dich da hin, aber kommt mal mit. Wir gehen das mal Bad habe ich noch nicht gesehen. Ist das auch klein? Nee, das ist ganz süß. Wir haben hier den offenen Kleiderschrank. Sehr lustig. Der verschließt sich, aber wenn du ins Bad willst... Aha. Oh, hier ist eng. Und dann bist du im Bad. Und das Bad ist ganz hübsch. Die Dusche ist schön. Die Dusche ist auch wunderschön. Das Badezimmer ist wirklich schön. Was steht da? Enjoy the little things. Ja, ist doch. Im wahrsten Sinne. Ja. Wussten sie. Muss ich mich mal hier raus. Oh, aber also für so dicken Menschen wie mich ist das echt ein sehr kleines Zimmer. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass wir hier nur in Brandenburg sind. Also wir sind jetzt nicht zur Ostsee gefahren oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir zahlen fast 300 Euro für eine Nacht in diesem Zimmer. Mhm. Ist eine Menge. Vielleicht wird sich das Zimmer heute nochmal ändern. Maxim ist sauer. Wir klären das jetzt. Na du? Na du? Wie geht's dir? Gut. Hast du dir einen kleinen Drink genehmigt? Whisky Cola. Whisky Cola? Als ob das ist eine Cola Zinni so was. Cola Zero. Wie war die Herfahrt? Schnee. Wir kennen das hier ja schon, die Nähe. Wir sind ja hier oft, das kennt ihr von unseren Videos, von Valentinstag, von wir haben BC-Tag, von wir wollen mal kurz raus. Das ist gleich hier ums Eck. Möchtest du kurz erzählen, was das auf deinem T-Shirt bedeutet? Oh Mann, das war so unangenehm. Ich war doch letzte Woche, habe ich euch mitgenommen in der Story. Da war ich bei Douglas und habe eine Gesichtsbehandlung mit Drunk Elephant Produkten bekommen und habe euch da mitgenommen. Und wir brauchten aber einen negativen Test. Egal ob geimpft oder nicht, es musste ein negativer Test vorliegen. Völlig in Ordnung. Bin ich hingegangen und dann ist da der Arzthelfer oder der Testdurchführende und sagt so, ey, cooles T-Shirt. Ich so, danke. Weißt du, was da drauf steht? Und ich so, naja, Pegador. Und er so, weißt du, was das bedeutet? Und ich so, nee, ist halt der Markenname, oder? Er so, nee. Das heißt, Typ, der alle Frauen... Er hat das Wort gesagt, was ich jetzt hier nicht sagen darf. Das ist wohl so ein jugendlicher Sprachgebrauch für Playboy. Bist du ein kleiner Playboy? Ich meinte dann so, naja, fast. Und dann hat er mir Stäbchen in die Nase gesteckt. Dann war vorbei. Dann war vorbei. Wir haben jetzt ein neues Zimmer. Mhm. Geht's dir gut? Mhm. Sollen wir das neue Zimmer gleich mal zeigen? Können wir gleich machen, wenn wir ein bisschen aufgeräumt haben wieder. Nur kurz zur Erklärung, wir haben einfach das Zimmer getauscht mit welchen aus der Familie, die weniger Platz brauchen. Kann ich das so sagen? Kann man so sagen, aber viel größer ist es auch nicht. Das stimmt. Aber es ist ja auch nur eine Nacht, da will man sich ja auch nicht so anstellen. Möchtest du jetzt mal das Zimmer zeigen? Ja, ich habe gerade rausgeschaut. Wir haben nämlich jetzt ein neues Zimmer. Das habe ich schon anmoderiert. Das hast du schon erzählt? Ich habe schon erzählt, dass wir mit jemandem aus der Familie getauscht haben. Ja, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, wir waren jetzt eben ein bisschen länger als eigentlich gedacht. Unten haben ein bisschen was getrunken, die anderen haben was gegessen. Wir waren ja, haben wir erzählt vom Italiener? Nee, das haben wir noch nicht erzählt. Okay, pass auf, Freunde. Also, wir waren ja schon ein bisschen früher da. Und... wir haben extra gesagt, komm, wir fahren ein bisschen früher, dann vielleicht kommen wir schon ins Zimmer. Konnten wir nicht. Und dann saßen wir unten und haben überlegt, was machen wir jetzt? Und haben so ein bisschen Hunger bekommen, weil
Erinnert ihr euch, letztes Mal, als Danny und ich im Hotel waren und ein Vier-Gänge-Menü gebucht hatten, waren die Portionen ja wirklich, ja, sagen wir, klein. Und dann haben wir uns danach noch einen Burger geholt. Um uns die Blöße heute nicht schon wieder zu geben, einfach nachträglich nochmal was zu bestellen, haben Danny und ich beschlossen, dass wir zum Italiener gehen. Dann waren wir beim Italiener und Freunde. Ich habe schon wirklich viele Pizzen in meinem Leben gegessen. Ich als kleine Sizilianermaus, das war die schlechteste Pizza, die ich in meinem Leben gegessen habe. Bei aller Liebe. Kannst du auch sagen, warum? Ja, also erstmal war das, kennt ihr Pizza Hut oder so amerikanische dicke Pizzen? Die machen unter den Teig immer so Grieß, so Crumbles. Mag ich gar nicht. Der Teig war kein richtiger Pizzateig, das war eher so ein Nudelteig. Und dann war die Tomatensauce war einfach nur Tomatenmark mit einer übertriebenen Menge an Oregano und Thymian. Was gar nicht schlecht ist, aber es war keine Tomatensauce. Dann gab es keinen richtigen Mozzarella-Käse, so wie eine Pizza eigentlich ist, sondern das war so Reibekäse aus dem Discounter und dann alles so zusammengewürfelt. Es hat wirklich gar nicht geschmeckt, Danny auch nicht, ne? Ja, mir hat besonders nicht die Pizzasauce gefallen, weil die war halt wirklich aus Tomatenmark mit Gewürzen einfach nur raufgestrichen und dann in den Teig reingebrannt. Also für den Preis, ich glaube, so eine Pizza hat 11 Euro gekostet, war die von der... Also es war halt eine große Fläche, die belegt war. Die Pizza war riesig. Aber es hat halt einfach nicht gut geschmeckt. War nicht gut. Nee. Aber war ja auch nicht so schlimm. Wir wollten ja jetzt nicht eine neue Pizzeria finden. So, haben wir gegessen, alles wunderbar. Und dann waren wir jetzt eben unten, denn es geht ja gleich weiter mit dem Vier-Gänge-Menü für die Familie. Machen uns jetzt so ein bisschen frisch. Haben wir schon gesagt, warum wir hier sind? Geburtstag von Opi. Genau, das hatten wir neulich in der Story, hatten wir ja gesagt, dass der Opa von mir, der ist jetzt 92 geworden, Anfang der Woche. Und er hat sich gewünscht, dass er in Spreewald möchte. So. Spreewald ist aber im Moment alles belegt. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir trotzdem in die Nähe. Wir sind auch hier direkt am Wasser. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Kann ich euch mal einblenden. In Brandenburg. Und er ist happy. Und dann sind wir auch alle happy. So, jetzt würde ich mal sagen, zeig mal das Zimmer. Es sieht eigentlich aus wie das andere, nur größer, ne? Nur tatsächlich wesentlich größer. Wir kommen nämlich wieder hier rein. Sieht wirklich in der Kamera genauso aus wie das andere. Aber, schaut mal, Freunde. Diesmal passt auch Danny durch. Danny passt durch. Ich passiere durch, ich muss nirgends vorüber hüpfen. Und dann haben wir hier einen kleinen Sitz, wo man gemütlich drauf sitzen kann, mit einer kleinen Bar. Ich drehe mal, genau, dass man mal sehen kann. Hier ist unser Bett. Also es sieht vom Schnitt her genauso aus wie das andere Zimmer, es ist halt wirklich ein bisschen größer. Ich zeig mal das Bad, das habe ich selber auch noch nicht gesehen. Auch genau dasselbe. Es ist wirklich genau das gleiche, ja. Aber haben sie nett gemacht. Da hat sich nicht viel verändert. Nee. Ja, Freunde, so sieht das hier aus bei uns. Den Blick aus dem Fenster habe ich, glaube ich, schon mal eingeblendet. Und jetzt geht es gleich zu dem Vier-Gänge-Menü. Ich kann leider nicht draußen filmen, da liegen nämlich die ganzen... In der Sonne, was denn? Hast du das Deo schon drauf? Nee, selbstverständlich. Hast du es gefunden? Nee. Es ist denn, da kannst du es ja noch nicht drauf haben. Aber deins. Ach so. Es ist ein neues, kannst du bitte mal dein Hemd zuknöpfen? Sonst machst du ja deinem T-Shirt-Namen alle Ehre und deine Moppis vorhin raus. Naja, Pegador. Ach so. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Es ist der neue Tag. Wir hätten euch ganz gerne mehr vom Hotel gezeigt, aber das war relativ voll. Dementsprechend haben wir uns überlegt, wir werden die Kamera jetzt nicht so sehr durchs Hotel führen, weil wir den Leuten hier nicht stören wollten. Ich denke mal, wir haben ja schon genug gestört. Ja. Ja, aber also Nacht war nicht so gut. Guckst du ihn bitte in die Kamera? Ich schau raus, was so wunderschön ist. Aber wir wollen diesen dramatischen Effekt nicht zu übersteuern. Die Nacht war nicht so gut. Es war super, super warm. Wir haben mit offenem Fenster geschlafen. Und Danny hat irgendwie gefühlt gar nicht geschlafen. Der war andauernd wach. Und immer wenn ich wach war, war Danny wach. Was hat Danny gemacht? Gespielt. Was hat Danny denn gespielt? Forge of Empires. Ich glaube, so heißt das Spiel. Mhm. Ja, ich spiele halt ein bisschen online, ne? Ein bisschen zocken. Was soll man sonst tun? Naja, jetzt haben wir uns fertig gemacht, haben die Sachen gepackt und gingen jetzt auch gleich zum Frühstücken runter. Wir fahren dann nämlich recht zeitnah nach dem Frühstück schon mal nach Hause zu den Katzis, weil es geht ja heute weiter. Heute hat er meinen Stiefpapa Geburtstag und wir frühstücken jetzt. Dann heute Nachmittag wollte er dann nochmal was essen. Erzähl doch erstmal von unserem Vier-Gänge-Menü gestern. Was war das Erste, was wir gegessen haben? Es war ja mein persönlicher Albtraum. Also man kann bei mir nicht viel falsch machen, aber die Vorspeise hat genau den Nagel ins Auge getroffen. Es war so ekelhaft. Ja, es war... Es
war Carpaccio von der Roten Beete. Ja, also nimm das Wort Carpaccio raus, weil das würde jetzt erstmal etwas anderes suggerieren. Ja, aber man denkt erstmal an so eine leckere kleine Schinkenvariation, aber so war es nicht. Es ist einfach eine Rote Beete gewesen, die geschält war. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer ist Team Maxi und mag Rote Beete oder wer ist Team Denny und hasst Rote Beete? Ich mag diese richtige Rote nicht, aber die gelbe und die rote. Du hast es dafür aber ganz schön reingeschaufelt. Das war ja auch gut. Also ja, kannst du es ja dann wohl nicht mögen, wenn du es reingeschaufelt hast. Auf jeden Fall gab es dann als zweiten Gang gab's dann eine Suppe. Die war gut. Was war es, Trüffel? Nee, das war so eine Pfifferlingssuppe aus der Region. Und dann gab es ein Maishähnchen mit Paprikagemüse. Und Birnen. Sei nicht so gemein. Ja, aber es war auch nicht so gut. Paprikagemüse und Birnen und dazu ein Pastinakenpüree. Ach Gott, ja. Ja, das ist halt sehr exklusiv. Bei mir war Suppenhuhn mit Birne und Kartoffelbrei. Mehr war das nicht, aber gut, okay. Ja, und zum Nachtisch gab es dann Blumentopf. Also es kommt in so einem kleinen Terrakottatopf. Und, Hat man kein Pudding für genommen, hat man Joghurt genommen oder hat man dann die Schokolade drüber geschreut? Ich persönlich hätte mich über Pudding gefreut, passt eh nicht in den Ernährungsplan rein, aber trotzdem war auch das jetzt nicht so das Mega-Highlight. Aber Maxim hat es geschmeckt, der Familie hat es geschmeckt und das Wichtigste war, dass es auch unserem 92-jährigen Opi geschmeckt hat. Genau, dem hat es ganz toll geschmeckt. Ja, und nachdem ich dann deiner Omi und deinem Opi eine Pina Colada bestellt habe, wurde der Abend doch ganz lustig, oder? Ja, wir haben einen kleinen Cocktail getrunken. Mit mir, ja. Wir gehen jetzt runter, frühstücken, ich habe richtig Hunger. Und Durst mit dem Kaffeedurst. Ja, ich habe auch ein bisschen Kaffeedurst. Und dann geht es nämlich schon ins Auto und dann fahren wir zurück nach Berlin. Und dann, wenn ihr heute dieses Video seht, wisst ihr, dass dieses Video heute auch entstanden ist. Weil es wird heute noch geschnitten und zwischen dem Aufenthalt hier, weil heute ist Sonntag, und dem Essen Sonntag, bin ich quasi nur eine Stunde beschäftigt mit Schneiden, Hochladen. Ja, es wird auch schon wieder stressig werden. Wir schaffen das. Ja, ich muss es ja schaffen. Bis später. Tschüss.